Melanie Schmidt, wieso engagierst du dich für die Politik? Also ich habe das Gefühl, dass man einfach in der heutigen Jugend extrem das Interesse an der Politik verliert. Und ich finde, das darf nicht sein, weil wir sollten etwas bewegen und wir sollten es jetzt für unsere Zukunft einsetzen und nicht das auf die älteren Generationen abschieben, weil wir sind im Prinzip die Zukunft und wenn wir es jetzt nicht einsetzen, dann wird das später auch niemand mehr machen. Was wolltest du verändern? Also ich wollte vor allem verändern, dass ich den Jugendlichen ein Zeichen setzen kann, dass man schon sehr jung sich in der Politik engagieren kann. Man muss jetzt nicht direkt mit 18 auf die Liste gehen, aber ich finde, dass man sich auch für politische Themen interessieren sollte und vielleicht sich ein bisschen einlesen in das und vor allem, dass man wählen und abstimmen kann. Wie könnte man das Ziel am besten erreichen? Also ich habe das Gefühl, ich merke jetzt nur schon mit meiner Kandidatur, dass viele Kolleginnen euch sagen, ja, wenn du jetzt auf der Liste bist, müssen wir aber langsam mal einlesen oder was ist das eigentlich? Oder einfach auch nur schon, dass die Leute nachfragen. Das kann auf der Straße, das kann irgendwo mal verreisen, dass die Leute kommen und sagen, ja, was machst du eigentlich? Oder wie funktioniert das genau? Und dass die Leute einfach merken, doch, man kann jung schon etwas machen und sich da ein bisschen Informationen zusammensuchen. Was ist für dich momentan so das grösste politische Thema? Also im Allgemeinen der Welt momentan ist natürlich sehr viel mit der Natur. Naturschutz und Klimawandel, das ist momentan natürlich ein sehr grosses Thema. Jetzt, wo gerade der Regenwald sehr fest am Brennen ist und so. Also ich sage, momentan ist effektiv das meist diskutierte Thema hier miteinander. Du sagst, es geht der Umweltschutz ein grosses Thema. Zum Umweltschutz gehört ja heute Greta Thunberg dazu. Was haltest du von ihr? Ja, das ist so schwierig zu sagen, also, weil ich muss sagen, Umwelt ist gar nicht mein Thema, also ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Und ich glaube, ich kann da auch nicht zu viel darüber sagen, weil für das würde ich mich einfach mehr da einlesen. Und ich sagte, das ist gescheiter, wenn du das jemanden fragst, der, aber wie gesagt, ein bisschen mehr in diesem Thema drin ist und sich auch für das Thema einsetzt und interessiert in dem Sinne. Warum kandidierst du überhaupt? Die Junglisten sind ja einzig dazu da, Stimmen für die Partei zu generieren. Ist das nicht frustrierend, nur als Wasserträger von einer Partei zu fungieren? Also ich finde gar nicht, im Gegenteil. Ich finde, erstens mal ist das eine absolut geniale Erfahrung, die man hier machen kann. Mit diesen ganzen Leuten, die wir in den letzten Monaten zu tun hatten, das ist absolut grandios. Und vor allem möchte ich euch aufstehen und mich dafür einsetzen, für das, was mir wichtig ist. Und einfach auch jetzt schon sehr jung mich engagieren und ein Zeichen setzen, dass man auch sehr jung etwas machen kann und sich da drin engagieren und einsetzen kann.